Nach dem Nachbarn wird ein Stein vom Herzen fallen, dass ich ihm sein Prachtzwerg wieder zurückbringe. Der Supermarkt. Ja, das trifft sich. Ich wollte ja noch einkaufen. Peter stellt sein Fahrrad an einem Laternenpfahl ab und geht in den Supermarkt. Doch kaum hat er den Laden betreten, fällt ihm etwas auf. Also wenn man sich das so ansieht hier. Alles, was man hier kaufen kann, ist ja verpackt. Und wie? Ist ja kein Wunder, dass sich im Haushalt so viel Müll ansammelt und dass die in der Sortieranlage so viel zu tun haben. Das Hackfleisch in Schälchen, mit Folie bedeckt. Die Zahnpastatube in Pappe versteckt. 6 Äpfel im Körbchen, gleich mitnehmen bereit. Ich ahne schon jetzt, was da übrig bleibt. Viel zu viel Abfall und viel zu viel Müll von Plastik und Pappe. Nicht schon zu viel. Yeah, man. Wer schlau ist, macht's ohne das große Drumrum. Nimm Spüli und Duschgel als Nachfüllpackung. Kauf Obst und Gemüse im eigenen Kleid und freut sich, dass weniger übrig bleibt. Da gibt es kaum Abfall, da gibt es kaum Müll und Milch in der Kanne. Bleibt frisch und bleibt kühl. Yeah. Yeah, hit it. Säfte sind schick abgefüllt in Pappe und Dosen und das kostet Geld. Mit Pfandflaschen siehst du doch viel besser aus. Bringst sie leer wieder hin und kriegst auch was raus. Da gibt's keinen Abfall, da gibt's keinen Müll. Kein Plastik, keine Pappe, die gar keiner will. Da gibt's keinen Abfall, da gibt's keinen Müll. Kein Plastik, keine Pappe, die gar keiner will. Das wären 18,99. Brauchen Sie eine Tüte? Nein, danke. Für solche Fälle habe ich immer, im Moment, hier in der Lasthose, eine Baumwolltasche dabei. Ja, die kann man nämlich immer wieder benutzen. Praktisch. Hm? Aha. Lustig. Sie sind wirklich ein wahrer Nachbar. Und die Idee mit dem Zwergenquiz, alle Achtung. Oh. Der Nachbar ist allerbester Laune. Er sitzt mit Peter auf der Gartenterrasse und beide feiern die Rückkehr des Müllwichtels. Tja, eine tolle Geschichte. Aber eine staubige Geschichte war es auch. Sagen Sie, haben Sie vielleicht noch was zu trinken da? Aber klar doch, Herr Lustig. Da hinten am Haus. So viel Sie wollen. Prima. Dann gehe ich mal eben. Ach, holen Sie doch gleich die ganze Kiste her, Herr Lustig. Schließlich haben Sie mir meinen kostbaren Hartbrandwichtel wiedergebracht. Da will ich mich nicht lumpen lassen. Zärtlich nimmt der Nachbar den wiedergefundenen Zwerg vom Tisch und streichelt ihn über die Mütze. Dann setzt er ihn vorsichtig auf den Steinfußboden der Terrasse ab. So, mein kleiner Müllwichtel. Dich werde ich jetzt nicht mehr aus den Augen lassen. Schließlich bist du der Star meiner Sammlung. Und wir wollen doch beide, dass wir heute einen Preis gewinnen, oder? Zufrieden setzt er sich an den Gartentisch und trägt das Funddatum des Zwerges in die Karteikarte ein. Dabei bemerkt er gar nicht, wie Peter über den Rasen zurückkommt. Mit einer schweren, fast vollen Getränkekiste. So, da bin ich wieder.